Maboy, wir sind zurück bei Chaos auf Deponia. Wir haben im letzten Part Donners Tauchboot versenkt, mehr oder weniger, beziehungsweise wir haben es zumindest mit den Torpedodelfinen. Ja, wir haben es versenkt, oder? Gehe ich zumindest mal von aus und nun wird es Zeit, Goal zu stoppen. Bozo, hilf uns dabei, alter Captain. Hey Bozo, endlich wieder gemeinsam auf Kaperfahrt, was? Genauso wie früher. Tja, wir kennen uns zwar erst ein paar Tage, aber ich weiß mittlerweile, dass es keinen Sinn macht, dich in diesem Zustand zu unterbrechen. Deswegen werde ich einfach im selben Tonfall weiterreden und hoffen, dass du bald wieder zu Verstand kommst. Hehe, guter alter Bozo, du hast dich wirklich kein Stück verändert. Genau. So, soweit so gut, aber wie komme ich da jetzt rein in das Tauchboot? Soweit so gut, aber wie komme ich da jetzt rein? Hast du es schon durch die Luke probiert? Ja, aber ich probiere es vielleicht nochmal, nur zur Sicherheit. Ohne Ausrüstung tauche ich bestimmt nicht in diese Brühe. Ja, ich hätte da noch diesen alten Taucheranzug. Astrein. Du, ich weiß nicht, ob man den nochmal benutzen sollte. Das Luftrohr hat Sporen angesetzt. Von sowas kann man Krebs bekommen. Wie von deinem feigen Gesülze. Ich probier mal was. Tu das. Ich such schon mal Deckung. Ja, das Beste, was du machen kannst. Ohne Ausrüstung spring ich da jetzt nicht rein. Ich hasse es, mir Glassplitter aus den Haaren zu pulen. Das hat mir die letzten drei Besuche im Spiegelkabinett vermiest. Was haben wir hier? Den Taucheranzug. Rufus, benutze ihn. Was genau hast du vor? Ich wollte mich mal unter Wasser umschauen. Vielleicht gibt's da ja noch eine zweite Luke. Meinst du nicht, dass du lieber den Tauchkran benutzen solltest? Immerhin sind in den Anzug Bleigewichte eingenäht. Du meinst, die würden mich noch mehr runterziehen als deine tollen Ratschläge? Ah, okay. Ja, ich gebe zu, das war unvorsichtig, aber egal. Ach du liebe Zeit. So, wir haben Bozo, wir haben den Kran, wir haben die Klingel, wir haben den Haken, wir haben den Wasserhahn. Wir haben die Lampe, wir haben den Verschlag, wir haben das Wasser und wir haben die Luke. Use the Luke, Force. Kennen wir noch aus Edna bricht aus. Verdammt, zu. Zu für meinen Geschmack. Ich finde schon einen anderen Weg. Na gut. Was haben wir hier? Mit dem Wasserhahn? Was hast du vor? Willst du endlich das Deck schrubben? Natürlich nicht! Oder den Abwasch machen? Träum weiter! Dann willst du dir also die Hände waschen. Jetzt hör aber mal auf! Warum kannst du mir nicht einfach die schöne Vorstellung lassen, dass dieser Wasserhahn einen tatsächlichen Nutzen hat? Entschuldigung. Okay. Haben wir die Lampe noch? Eine schnöde Kerze? Bei dieser steinzeitlichen Ausstattung muss ich froh sein, dass die anderen nicht paddeln müssen. Nehmen Sie mit. Er nimmt sie echt. Sehr gut. Okay, dann ab in den Kutter. So, gucken wir mal. Ja. Hey Doc, wie geht's weiter? Wie sieht's aus? Es ist alles bereit. Sobald wir die dritte Datasette in Händen halten, kann die Operation beginnen. Sauber! Alles gut bei dir? Und wie? Das ist alles so spannend! Fast schade, dass es bald vorbei ist. Wir müssen nur noch die Luke aufbekommen, dann kann dich Doc wieder zusammensetzen. Ich fürchte, Lady Gold wird's uns nicht ganz so einfach machen. Keine Sorge. Wenn ich erst einmal meinen Charme versprühe, ja, wird sie schon weich werden. Du Rufus, ich weiß nicht. Vertrau mir, das wird ein Kinderspiel. Na gut. Sie ist süß. Sie passt. Ja, ja. So. wir haben doch hier den Haken. Das muss ein ganz schön großer Wurm sein, der an diese Angel gehört. Aber den können wir nicht benutzen. Aber wir können das machen. Passt! Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Wow! Und ich dachte, es sei mein alter Taucheranzug. Ich bezahle dich ja auch nicht fürs Denken. Du bezahlst mich eigentlich für gar nichts. Was Denken mit einschließt. Okay.
Was hast du vor? Ich gehe jetzt da runter. Vielleicht gibt's eine Hintertür. Bei einem Tauchboot? Klingt irgendwie unlogisch. Ja, aber wie du ja sicher weißt, sind die Gesetze der Logik unter Wasser außer Kraft gesetzt. Nein, sind sie nicht. Blub, 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 blubberdi blub. Und jetzt hör auf mit dem Unterwassergewäsch und lass mich einfach runter, okay? Na gut, auf dein eigenes Risiko. Juhu! Tauchgang! Siehst hübsch aus, Rufus. Wow, was haben wir denn hier alles? So. Ah gut, nur 3 Hotspots. Das ist gut, auf jeden Fall. Was? Was hat er jetzt gemacht? Was? Was? Was ist denn? Nochmal? Jetzt verstehe ich. Gut, dann. Mehr war hier nicht. Aber wir haben Schläuche. Das ist insofern ja nicht schlecht, weil, wegen ist so Wasserhahn. Der Schlauch ist zu kurz. Nee, ist er nicht. Wir verbinden die beiden Schläuche. Und schon haben wir einen langen Schlauch. So. Bereit jetzt für einen weiten? Na gut. Und jetzt gucken wir mal, was passiert ist. Da ist nicht wirklich was passiert, oder? Okay. Mir ist hier nicht mehr. Okay. Mein Inventar kann ich hier unten auch nicht benutzen? Ja. Okay. Dann kann ich hier unten nichts weiter tun. Wenn dem so ist. Vielleicht hätte ich auch mal den Wasserhahn betätigen sollen. Was hast du vor? Willst du endlich... Natürlich. Oder... Träumen. Dann will... Jetzt hörbar. Warum kannst du... Entschuldigung. Okay, will er nicht. Alles klar. Gut. Dann... Schauen wir mal. Ohne Ausrüstung springen. Ich hasse... Das hat mir die... Ja. Rufus, schon in Ordnung. Wir gucken mal. Was haben wir denn sonst noch? Einen Topf. Da sind nur noch Reste drin. Tatsächlich? Was ist dann aus meiner Dichtmasse geworden, die ich darin angerührt habe? Sei mal nicht so hart zu dir. Ich habe schon Schlimmeres gegessen. Das Bigosch war furchtbar. Das war kein Bigosch. Das war Dichtmasse für Golds Operation. So hat es auch geschmeckt. Okay. Da sind nur noch... Tatsächlich... Was? Ich habe schon... Ah. Wie sieht's aus? Es ist alles bereit. Sobald wir die dritte Data... Sauber! Okay. Können wir hier drin noch irgendwas machen? Was haben wir hier? Also, was zeigt uns ich der Radar jetzt? Ich schick mal die Delfine woanders hin. Hey, ich sagte woanders hin. Verdammt, sie lassen sich nicht mehr fernsteuern. Ich habe wohl alle Züge aufgebraucht. Ja, ich habe einfach zu lang gebraucht im letzten Part. Viel zu viele Züge verschwendet. So bin ich. Okay. Ei, dann nix wie auf, raus. Was anderes weiß ich nicht. Beziehungsweise eigentlich weiß ich im Moment gar nichts. Beziehungsweise, Bozo, hilf uns! Hey, Bozo! Hey, Rufus, was liegt an? Die Luke ist zu. Das ist schlecht. Ich dachte, du seist der große Experte im Entern von Schiffen. Seht mich an! Ich bin ein Pirat!
Ich habe einen buschigen Bart. Und alle haben Angst vor mir. Klinge ich wirklich so, wenn ich rede? Im Moment klingst du eher so. Ich bin ein nutzloses Walrock. Ich habe einen buschigen Bart, aber meine Flossen sind zu ungeschickt, um einen Kamm zu halten. Vielleicht sollte ich mir den Bart wirklich mal wieder kämmen. Die Delfine scheinen mich nicht zu mögen. Seltsam. Angeblich sind es doch so friedliebende Tiere. Was mache ich denn bloß wegen dieser Delfine? Keine Ahnung. Die Viecher scheinen es ja wirklich auf dich abgesehen zu haben. Was mache ich denn? Keine Ahnung. Die Viecher sch... Na, toll. Ich probiere... Tu das. Ich such... Können wir da irgendwas reintun? Ja, aber was? Was sollten wir schon da reintun? Nur noch diese Luke trennt mich von Golds dritter Datasette. Ja, das ist richtig. Bereit für ein... Ah, da unten war doch nichts weiter, oder? Außer diesem Knopf gibt es hier nichts. Was bedeutet das, Rufus? Sprich deutlicher! Was hat dieser Knopf gebracht? Oder wofür soll der eigentlich gut sein? Vielleicht können wir die Luke ja jetzt öffnen. Nee, natürlich nicht. Verdammt zu! Ich finde schon einen anderen Weg. Vielleicht noch eine Idee. Wir haben doch noch die Fernbedienung. Vielleicht könnte uns Krawallgol hier eher weiterhelfen. Wäre doch eine Möglichkeit. Oh, na endlich! Du könntest das nächste Mal ruhig Bescheid sagen, wenn du mein Bewusstsein umschaltest. Ich versuch dran zu denken. Okay. Alles gut bei dir? Kann ich nicht auch irgendwas machen? Diese Untätigkeit macht mich nervös. Nicht nötig. Es ist so gut wie geschafft. Wir müssen nur noch die Luke aufbekommen, dann kann dich Doc wieder zusammensetzen. Du unterschätzt Lady Goal. Sie ist lässig. Sie passt zu mir. Ja, ja. Ist die Luke immer noch nicht auf? Ich arbeite dran. Warum dauert das so lange? Du kriegst doch sonst immer alles kaputt. Ja, ich bin schon lässig. Na toll. Ich habe eigentlich gehofft, dass du mir bei der Luke helfen würdest. Sieh mal, eine Kerze. Goal muss nicht mehr wachsen. Hohoho, wachsen. Oh, das war wirklich gut. Okay, hey Doc. Hey Doc, ich hätte da etwas Wachs für dich. Danke, kein Bedarf. Ach ja? Und wie willst du dann jemals wachsen? Wachsen im geistigen Sinne bedeutet nicht größer werden, sondern kleiner werden. Ja, du bist voll klein. Ja, dann. Jo. Kann Baby Goal was mit der Kerze anfangen? Baby Goal! Du musst das nicht immer machen. Weiß ich doch. Aber es macht einfach so viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Hey, eine Kerze für dich. Goal muss nicht mehr wachsen. Gut. Die also auch nicht. So. Gibt es hier irgendetwas, was wir noch nicht ausprobiert haben? Oh Gott. Gibt bestimmt was. Was können wir denn hier mit dem Schlauch machen jetzt noch? Den können wir wieder nähen? Vielleicht mit der Luke verbinden? Es sieht vielleicht so aus, als stünde ich auf dem Schlauch. In Wirklichkeit aber hat sich dieser miese Schlauch nur unter meine Fußsohlen geschlängelt, um mich schlecht dastehen zu lassen. Wollte ich immer gesagt haben. Was haben wir noch? Ein Taucherhelm. Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Wow, du bezahlst mich. Was denkst du? Okay.
Helm. Es sieht vielleicht so. Es sieht für ihn. Und hier? Ein Verschlag? Ich behalte die Sachen lieber am Mann. An Bord scheint. Gut. Okay. Wasser. Schlauch? Wasser. Das werfe ich nicht zurück. Gut. Dann haben wir hier noch die Klingel. Die haben wir noch gar nicht ausprobiert. Das wird lustig. Was ist denn? Das sollte ein Klingelstreich werden. Oh, lustig. Und wie geht's jetzt weiter? Tja, eigentlich war das schon alles. Toll, das hast du sehr gut gemacht. Okay. Und was sagt bitteschön Krawallgold zu unserem kleinen Klingelstreich? Jetzt bin ich mal gespannt. Die regt sich doch bestimmt wieder tierisch auf. Oder findet's gut. Wer weiß. Das wird lustig. Ja? Hallo? Sehr witzig. Au, Mann. Das sollte ich unbedingt gleich nochmal machen. Okay, dann tu es. Was denn, Rufus? Was tut das? Rufus! Verdammter Idiot! Beim nächsten Mal schmeiß ich ihn über Bord. Das wird ja immer lustiger. Na dann nochmal. Gleich nochmal. Was? Warum klemmst du nicht einfach die Klingel ab? Weil ich vorhabe, einem gewissen Kindskopf ganz was anderes abzuklemmen. Auch keine schlechte Idee. Aua. Eine Delle. Das ist die mit Abstand attraktivste Delle, die ich je gesehen habe. Total. Oh, Mann. Okay, wir haben nicht wirklich viel erreicht und ich bin jetzt mit meinem Latein noch absolut am Ende. Also, würde ich mal sagen, wir beenden den Part mal an der Stelle und ich schaue beim nächsten Mal, wie es hier weitergeht. Also bis zum nächsten Mal, euer Weehawk LP.